Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands. Wir müssen jetzt noch die Quest bei Nines abgeben. Das werden wir natürlich jetzt tun. Unterwegs noch ein paar von den Viechern erledigen. Ja, da kommen jetzt noch mehr raus. Geben auch nur 3 XP. Ich glaube, die sind mittlerweile unterlevelt für uns. Ja, wir sind Level 2, wir sind ja schon Level 6 oder so. Also wie gesagt, ich dachte eigentlich, dass die Gegner mitleveln. Kann natürlich auch sein, dass ich mich getäuscht habe. Oh, da kommt sogar einer mit, wie nett. Okay, wir haben hier deinen Kollegen zerlegt. Außenweltler. Wie gefällt dir unser Was? Wer ist da? Oh, du schon wieder. Du hast wirklich durchgezogen. Tja, das wird seinem Boss Sledge sicher gar nicht gefallen. Ach, wenn du nur meine Frau... ach, wenn doch nur meine Frau hier wäre. Wie war doch gleich ihr Name? So einsam. Ah, ich glaube, du hast überhaupt keine Frau, oder? Ich denke, wir sind auch gerade wieder ein Level gestiegen. Nein, Toast wird eingesagt. Geh zu Dr. Zetten Firestone und hol dir deine Belohnung. Alles klar. Nein, Toast ist tot. Gute Arbeit. Aber wenn ich dich dafür mit Sicherheit nicht bezahlen kann. Du solltest nach Firestone zu Z zurückgehen, er sollte dich bezahlen. Dafür, dass du seinen Arsch gerettet hast. Das tun wir. Level 7, jawohl, das heißt, wir können auch unseren nächsten Skillpunkt direkt mal ausgeben. Jupp, dann setze ich den mal auf kritischen Schaden, ne, auf Sniper Rifle Schaden allgemein. Next geht auf kritischen. So. Mann, lass dich nicht von diesen ekligen Skelkviechern kriegen. Ah, es geht einigermaßen. Komm, glaube ich, ganz gut mit ihnen zurecht im Moment. Dann geht's mal ab zu Zed zurück. Sind hier jetzt wieder neue gespawnt? Nö. Wäre ich nicht noch irgendwie einen Nahkampfangriff oder so? Ach, auf V. Lege ich mir vielleicht auch mal um. Da hinten werden wieder Gegner, aber die lasse ich mal gerade links liegen. Okay, Zed. Was sagt man dazu? Du hast Nine Toss gekillt. Du solltest mir einen Drink besorgen, damit wir das feiern können. Sieh hier auf dem schwarzen Brett nach, ob sonst noch einer einen Job für dich hat. Okay. Ich habe zwar keinen Abschluss in Medizin, aber mit einer Kugel... Gut, wir haben Nine Toes erledigt und Firestone einen großen Dienst erwiesen. Die Belohnung hast du dir wirklich verdient. Leider war er nur ein Rädchen in ihrer Maschine. Das eigentliche Problem ist sein... Boss Sledge. Okay, wir haben eine explosive Murf gekriegt, um Murf-Granaten zu werfen. Feuern bei der Explosion weitere Granaten ab, das ist cool. Informiere dich am schwarzen Brett in Firestone über die nächste Aufgabe. Tja, schätze, du wirst Pandora ganz schön aufmischen. Wenn du mehr Arbeit suchst, informiere dich am schwarzen Brett. Alles klar, werde ich tun. Du hast einen Granatenmod erhalten. Granatenmods beeinflussen das Verhalten deiner Granaten im hohen Maße. Halte nach neuen Granatenmods Ausschau, die deine Granaten mit verschiedenen Fähigkeiten und Attributen ausstatten. Okay. Genau, die wird hier direkt ausgewählt. Wir können halt jeweils einen Mod hier noch installieren. Das da ist, glaube ich, auch noch irgendwas, was wir dann später kriegen. Effektiv gegen nackte Haut und kann Feinde in Brand stecken. Vorsicht, C-Verlustgefahr. Oh, wie schön. Der Clipper. Ja, macht aber jetzt nicht so viel mehr Schaden. Ich glaube, die werde ich dann auch verkaufen. Granatenmod. Wenn du den verwendest, werden deine Protean-Granaten stärker und verfügen über spezielle Fähigkeiten. Achte immer auf verschiedene neue Granatenmods, um dein Arsenal zu verbessern. Alles klar. So, wir verkaufen erstmal den Clipper. Jep, bin ich
Repeater ebenfalls. Die SMG aber, glaube ich, auch. Erstmal alles raushauen, dass wir nachher wieder Platz im Inventar haben. Ja. Und, ja, der Vorteil ist halt, dass die Waffen hier im Gegensatz zu Borderlands nicht kaputt gehen. Das heißt, wenn wir halt mal eine Waffe haben, können wir die auch die ganze Zeit benutzen. Und, bis wir dann halt eine bessere finden. Deswegen können wir ja schlechte Waffen alle eigentlich immer verkaufen. Hast du mittlerweile neue Waffen da, die wir uns eventuell leisten können? Nee, Moment. Nö, ich glaube nicht. Na gut, hat sich auch, glaube ich, noch nichts nachgefüllt hier. Dann gehen wir mal ans schwarze Brett. Hier gibt's hier keine Banditen mehr. Juhu, Mann, sind wir gut. Jobsuche haben wir erledigt. Du hast das schwarze Brett gefunden. Es enthält verschiedene Aufgaben, die du für Belohnung und gegen Bezahlung erledigen kannst. Komm ab und zu vorbei und überprüfe das Brett, denn es wird ständig aktualisiert. Okay, catch right. Jupp, dann kriegen wir wohl immer so Durchsagen. Catch Ride. Finde und benutze die Catch Ride Station in den Toren Firestones. Ach, vor den Toren Firestones. Toren, ne. Hey, hier spricht Scooter. Wenn es dich irgendwo da draußen Firestone gibt, solltest du es mit meinem Catch Ride versuchen. Du findest mich gleich südlich der Stadt. Ist schon seit Monaten nichts mehr los. Und ich bezweifle, dass es so weiterläuft. Bla bla, keine Ahnung. Und TK hat weitere Arbeit. Hey Fremder, sollst du dich mal, sollst du noch unter den Lebenden wandeln, habe ich Arbeit für dich. Komm vorbei, ich erkläre es dir. Schwierigkeit schwer. Oha. Erstmal, wir können die auch alle auf einmal annehmen und dann nach und nach durchschalten. Ja, du kannst jetzt an mehr als einer Mission gleichzeitig arbeiten. Missionen können als aktiv markiert werden. Auf deinem Head-Up-Display werden Wegpunkt und Ziel für diese aktive Mission angezeigt. Du kannst deine aktive Mission und dem Reiter Missionen im Echo-Gerät ändern. Drücke Tab, um dein Echo-Gerät aufzurufen. Markiere die Mission, die aktiv sein soll, und drücke die Eingabetaste. Hey, bist du der Typ, der alles umnietet, wenn man nett bitte sagt? Das Catch-a-Ride bei Firestone ist noch ramponierter als der Body meiner Mutter. Wäre schön, wenn du dich drum kümmern könntest. Um das System, nicht um meine Mutter. Oh. Geht um Skagness, du verstehst schon. Naja gut, dann werden wir die mal ausräuchern. Ist, glaube ich, auch schon jetzt aktiv markiert worden, oder? Genau. Da haben wir schon mittlerweile alles abgeschlossen. Da sehen wir auch nochmal, was wir dafür gekriegt haben. Okay, kümmern wir uns zuerst mal um das Ding hier. Oh, hallo Kollege. Einmal weg. Ja, das hat leider nicht so gesessen. Das hätte eigentlich treffen sollen. Ja, und da kriegen wir es auch, da die jetzt Level 3 sind und wir Level 6 oder 7, 7 sogar, entsprechend weniger Erfahrungspunkte. Schade und so machen sie aber halt trotzdem noch. Das ist es, oder? Das falsche ausgewählt. Nee, hinter uns. Ah, okay. Dachte gerade schon. Das war's schon. Bereit zum Abschluss. Ah, hier benutzen. Alles klar. Dann benutzen wir die doch mal. Okay, ich betreibe die Catch-Ride-Station, die Fahrzeuge. Sieht aus, als hätte ich recht. Die Station ist außer Betrieb. Ich lasse mal das Diagnoseprogramm laufen und sehe nach, was da los ist. Yep. Werde ich gerade annehmen und den Typ wegschießen, der mich hier angreift.
Ich meine, Ruhe Mission lesen kann man hier. Sowas, sowas. Okay, was sollen wir denn jetzt machen? Die Mission ist ja ausgewählt, oder? Schaffe das Digistruktmodul von Bonehead. Mich soll der Teufel lohnen, wenn die Catch-Ride-Station nicht außer Betrieb ist. Die Diagnose sagt, dass das primäre Digistruktmodul fehlt. Und das macht die Station gar nichts. Naja, dann schauen wir doch mal auf die Karte, wo sich Bonehead befindet. Ah, wir müssen darüber. Und wahrscheinlich ist hier durch die Enge durch, wo die ganzen Banditen waren. Oder herkommen. Und immer noch herkommen. Und eine Herausforderung abgeschlossen. Das gab dann nochmal ein bisschen XP. Ich warte mal gerade, bis das Schild sich wieder aufgeladen hat. Ich denke mal, hier ist es sinnvoller, wenn wir mit der Pistole vorgehen. Okay. Gehen wir mal nach hier oben. Sniper raus. Und die Lage abchecken. Ein Psychopath. Arbeiterbandit. Ah, Bonehead. So, direkt mal einen schönen Kopfschuss verpasst. Und unsere Muni ist leer. Oh, wir sind auch ordentlich getroffen worden, sehe ich gerade. Ich nehme mal gerade das Medikit. Wechsel die Waffe. Versuchen hier mit der Sniper ein bisschen was zu reißen. Jawohl. Zum Glück kommen die noch nicht hier hoch. Fuck, das war nix. Wie wär's mit der Granate? Okay, das hat sogar was gebracht. Schön. Niemand erschießt meine Leute außer mir. Ja, tut mir leid. Ich glaube, ich nehme dir gerade ein wenig Arbeit ab, oder? Okay, da hat mich jetzt keine Ahnung was getroffen. Ah, der Psychopath. Ach, der lässt sich hier aber auch, beziehungsweise ich schieße halt einfach scheiße gerade. Okay, ein brennender Psychopath. Ich glaube, das da sieht nicht gut aus. Okay, wir müssen jetzt, glaube ich, einen Kill erzielen. Bevor die Zeit hier abgelaufen ist. Das wird nix. Das wird so nix. Nee. Da habe ich mich auch blöd angestellt. So, jetzt sind wir wieder hier. Dann müssen wir es nochmal versuchen. Jetzt haben wir... Oh, 200 kostet es mittlerweile. Ich weiß sogar nicht, oder war das vom Level abhängig, wie viel wir verlieren? Keine Ahnung. Naja gut, wir gehen wieder zurück. Und versuchen es ein weiteres Mal. Was? Das gefällt dir nicht? Ich frage mich, ob ich mehr Schaden mache, wenn ich im Schleichmodus bin. Wieder so ein verdammter Skeg, der mich angreift? Nein. Ah, nee, wollte ich gar nicht austauschen. Dann versuchen wir es jetzt in der nächsten Folge nochmal hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, hoffe ihr hattet Spaß und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.